Hallo zusammen. Hallo. Herzlich willkommen zum Quizduell «Wer grün weiß es». Es funktioniert ganz einfach. Es gibt pro Spielerperle 5 Fragen. Es sind Schätzfragen. Die Person, die näher ist mit Schätzen, die gewinnt den Punkt. Und ihr habt sie schon gesehen, ihr habt hier Tafeln, die ihr draufschreiben könnt. Schaut wie in der Schule, dass niemand abschaut. Sind ihr parat? Ja, ja. Ja, ja. Also, sind ja beide aus der Region, ihr müsst da locker arbeiten. Also, erste Frage für euch beide, Nicolas und Basil. Wie hoch ist der Zuschauerdurchschnitt in dieser Saison im Kibun Park? Am nächsten gelesen. Das ist noch das Tor. Und nicht vom Espenmoos, gell? Früher noch. Nicht so viel. Du hast sicher gesehen. Nein. Hast es du gesehen? Nein. Also einer grinst und einer schaut ein bisschen konsterniert rein. Ich bin skeptisch wegen dem ersten Spiel. Ja, also, haben wir noch nicht... schon sagen, ja, wir zeigen es mal. Ja, zeigen es doch mal. Also einmal 15'200 und einmal 16'200. Ja, bin ich froh, dass ihr so geschätzt habt. Dann muss ich nicht viel rechnen. Der erste Punkt. Geht an dich. Ja! 14'812 Zuschauer sind. Nicht so weit weg. Im Blick ist letztens etwas gestanden. Ja. Dann ist es gelesen. Ja. Hast du es überflogen? Das hast du mir so gerne noch gesehen. So nein, ich meinte, das war mehr. Darum bin ich so unsicher. Ja. Das hast du mir so gerne noch gesehen, dass du den Bericht gelesen hast. Aber ja. Ich habe gleich den Punkt geholt, weil ich ihn nicht gelesen habe. Ja. Aber hey, das ist der erste Punkt, gell? Das war wahrscheinlich der einfachste. Wir werden es sehen. Zweite Frage für euch beide. Der Peter Zeidler ist seit dem Sommer 2018 Trainer vom FCSG. Wie viele Minuten ist er in allen Pflichtspielen insgesamt an der Seitenlinie gestanden? Oh, das ist noch schwierig. 20. Also ich habe es früher noch einmal gleich gemacht, auch schön mit den Fingern. Ja. Schon mal gesperrt? Das steht jetzt bei mir nicht drauf. Weißt du es noch? Ist er mal gesperrt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Mögt mich nicht. Seit ich da bin, nicht. Nein. Fuck. Mit wie vielen Spielen rechnet er denn so etwa? 42 Spiele pro Saison. Warte, du mit Rechnung, du mit da. Pass, wie viel hast du? Ich habe 12'400. 12'400? 14'600. Gut, also total 151 Spiele. Ich bin bei 160, aber ich habe nicht fertig gerechnet. Zweimal im Göpp mit Verlängerung und jetzt müssen wir noch mal schnell Tafeln zeigen. Ja, aber Ding ist schon noch Europa League. Ja. Quali und so. Das sind auch noch Spiele, die dabei waren, wenn wir ehrlich sind. Haben die auch gerechnet? Die sind auch gerechnet, ja. Aber jetzt müssen wir noch mal schnell zeigen, damit ihr 12'400. Also, das Resultat richtig ist 13'650. Nein, das ist heisst, der Nicolas ist ganz ein bisschen näher. Aber. Was? Huren ausgeglichen. Ah, krass. Ja. Wir sind aber Huren näher. Ja, Verlängerungen halt. Du. Brauchen wir eine Verschnaufpause? Nein, nein, ich muss das dreimal in Folge verhindern. Ja, also 2-0 momentan. Nächste Frage. Wie viele Goal hat der Rekordtorschütz vom FC St. Gallen, der Alex Tachimensa, insgesamt für die Espen geschossen? Oh, darf ich nicht heute schauen, wie viel es nicht mehr. Aber vielleicht war es schon noch. Wie lange war er da? Da darf ich dir leider nicht helfen. Ich würde gerne, aber. Aber vielleicht hilft euch der Tipp, es sind mehr Goal, wie ihr zusammen geschossen habt. Ja, gut, der hat fast kein Goal gemacht. Ich habe noch nie ein Goal meiner. Ich weiß nicht, ob er beim 100er Club ist oder nicht. Hm. Kann ich weder bei Ja noch von Nein. Ah. Also. Aber ich spüre es jetzt schon, da gibt es wieder ein enges Rennen. Gut, zeigen. 76 und 99. Also, das heisst, jemand von euch ist 5 Goal daneben. Es sind 81. Dritter Punkt für den Nicolas. Weißt du, was wenigstens
deutlich. Ja, es ist wirklich nicht deutlich, aber wenn es so weitergeht, dann muss der Basil nachher nachhocken. Frage Nummer 4. Wer von euch beiden hat mehr Spiele in der Super League gespielt und vor allem wie viel mehr? Oh, also wer das Halleluja mehr gespielt hat, findet er wahrscheinlich raus. Ja. Aber wie viel mehr ist die Frage. Wer hat mehr gespielt von euch? Gut. Aber so wie es aussieht, sind wir nicht schlecht im Rechnen in der Schule. He? Nein. 46. 46? 28. Ich glaube, er hat etwa so 80 und ihr glaube etwa 125. Kann das sein? Oh, da du hast 122. Der Nikolas hat 84. Gibt einen Unterschied von 38. Das heisst. Nein, es gibt eher 46. Nein. Aber wieder sauknapp. Zwei Punkte auseinander. Na, krass. Ja. Ich bin also beeindruckt, wirklich. Das ist die beste Gruppe mit Abstand. 3-1 ist es. So und, wie Tennis, kein 6-0. Ja. Wir kommen leider schon zu der letzten Frage. Es geht noch um die Ehe für den Basil oder für dich zum Ausbauen. Die wie viel Saison am Stück spielt die Mannschaft in der Super League bzw. Nazi A, die am längsten ununterbrochen in der höchsten Liga dabei ist? Boah, da kann ich noch spekulieren. Aber welche Mannschaft das ist, hast du eine Ahnung? Oder willst du es für dich behalten? Ich kann dir schon helfen. Was meinst du, welche Mannschaft? Ich denke entweder Basel oder IB. Lugano ist nicht, Lausanne ist nicht. Sio könnte sein. Sio könnte auch. Die Challenge League. Mal die sind mal mit dem Konzert, das sind zwei Tunnel. Wie viele Saison am Stück? Boah, schwierig, komm. Nicht so viel. Warte jetzt mal. Da kommt die Banane. Ja, ja, könnte sein. Wie viel hast du? 23. 23? Mhm. 49. Also. Es ist der FC Basel, ist im 94 aufgestiegen. Das heisst, es sind 28. Hey, ganz ehrlich, ich habe vor 28 geschrieben. Ja, ich habe gedacht, soll ich nochmal 28 schreiben? Ich dachte, nein, ich habe verloren, ich nehme jetzt etwas anderes. Das ist eigentlich krass, das ist nicht so lang. Nein, das ist nicht so lang. Das ist nicht so lang. Gut. Ja, oh, Basil, Stasil, ja, gratulieren. Gratulieren, Lausi. Leider hat es noch viele Fragen gegeben. Wieso meinst du, leider hättest du noch mehr ausgebaut, oder? Ja, weil ein bisschen provozieren. Ist knapp. Okay. Ja. Scheiße. Ja, aber sensationell gemacht. Ja, wir sind nicht weit auseinander. Nein.